So, guten Morgen und herzlich willkommen beim JFD Live Trading TV. Und wir schauen wie immer zuerst die Liste, die Kursliste vom DAX an. Welcher Wert besonders hervorsticht, ist natürlich heute die BASF-Aktie. Die haben die Prognosen gesenkt und steht aktuell 5% im Minus. Den Chart. Das Setup lief ja die letzten Tage beim BASF, aber hat zum einen das Kursziel bei 75 Euro abgearbeitet und es gab eben gestern auch, wie erwähnt, ein Problem, sage ich mal, den EMA 200 zu überwinden. Und aktuell, eben jetzt gab es eben bärische Abprall durch die Senkung der Prognosen. Und aktuell, ja, stehen wir jetzt Mitte des Rainbows. Also hier lief dann sowieso kein Setup mehr und aktuell ist jetzt auch für mich eher der Wert uninteressant. Höchstens, wenn er jetzt vielleicht nochmal knapp unter die 72 Euro Marke fällt, hier vielleicht ein bullischer Abpraller und dann könnte man das noch Richtung Gap traden. So, dann kommen wir zum DAX. Im Tageschart habe ich ja gestern Nacht, ja noch kurz, glaube ich, jetzt hier die Kerze eben erwähnt, dass hier Rücksätze natürlich möglich sind und auch so am Wochenende gewollt. Und bislang, ja, hat eben klar durch die Prognosesenkung der BASF kam ein bisschen Verkaufsdruck auf, aber das ist jetzt nicht nennenswert. Schauen wir mal in die unteren Zeitebenen. Hier hat er heute ein Tief bei 10.735 erreicht. Hat mit, was er gestern noch mit dem EMA 10 einen Kampf ausgetragen hat, den hat er jetzt natürlich verloren und der EMA 10 steht jetzt bei 10.775. Hier kann man jetzt eine kleine Abwärtstrendlinie einzeichnen, die auch mit der Oberkante des Rainbows jetzt hier übereintrifft im 15-Minuten-Chart. Deswegen habe ich hier schon eine Widerstandslinie vorbereitet oder Widerstandsband. Diese kann man jetzt hier platzieren und dann sieht man eben, dass es möglicherweise schon noch das Gap anlaufen kann und die Trendlinie dadurch eben gebrochen wird, aber auf 15 Minuten bzw. ja, auf 30 Minuten Basis sehe ich jetzt ich vorbörslich bzw. also bevor die US-Indizes eröffnen, nicht unbedingt, dass diese Trendlinie gebrochen wird. Wird diese Trendlinie gebrochen und es werden Kurse von 10.811 erreicht, ja, dann sollten eigentlich direkt neue Hochs folgen. Das wäre dann echt stark bullisch. Präferiert wird immer noch ein Rückfall auf die 10.665er Marke. Hier ist es im 30-Minuten-Chart, ist es die Wolkenoberkante. Im 15-Minuten ist es eben die Wolkenunterkante mit dem Rainbow eine gute Unterstützung und im Stundenchart ist im Moment der EMA 38 noch zu weit weg. Was noch aktuell läuft oder interessant ist natürlich sind die Öle. Hier wurde ja ein Setup vom letzte Woche noch am Freitag veröffentlicht. Hier ist jetzt WTI-Öl unter die 44,10 gelaufen und könnte jetzt ja natürlich neue Tiefstände sogar anlaufen, beziehungsweise eben erstmal in dem Bereich von 41,50 oder 42 drehen. Hier könnte man die Abwärtstrendlinie als Trailing Stop
verwenden. Also jeder Kurs, der jetzt über 45 Euro geht, wäre dann bullisch zu werten. Brent sieht dagegen etwas anders aus. Hier hält sich der Kurs noch direkt in dem Unterstützungsband und hat jetzt hier das Signal noch nicht getriggert. Aber bei jedem, was in Trendrichtung dann getriggert wird, das Signal, müsste man jetzt eben natürlich schauen, dass der Stopp nicht zu weit weg ist. Also hier wäre, ja, sollte es getriggert werden, müsste man eh sofort auf den Bereich wieder schauen, nicht dass der sofort zurückerobert wird. So, das war's. Dann wünsche ich allen weit noch gute Trades im Tagesverlauf und ich melde mich am Nachmittag wieder.